In die Mitte von euch schreitet dann ein Priester von Blackaratz und ein paar Mönchsschwestern, die ihn begleiten. Sie sind wohl so Rauen, die Leute neben euch von der Brigade vom gesplitterten Berg, die dann eher zum Agrimod-Kult gehören und ihn dann begleiten. Den Blackaratz-Priester selber wird wohl auch ein paar Irrhalten-Gardisten begleiten, zusammen mit einer gefesselten Piraine-Geweihten. Ja, wird dann eben in die Mitte gebracht, während die Mönchsschwestern von der Brigade vom gesplitterten Berg nach und nach ein paar Scheiterhaufen aufbauen aus Unholz und dann dorthin legen, nach und nach stapeln. Es wird größer und größer. Immer schaut da hin und betet innerlich, immer mit den Worten, das ist der Grund, weswegen wir hier sind, um solch ein Treiben zu beenden. Ein makaberer Inquisitionsprozess beginnt hier. Sie hat heimlich zu den Göttern gepredigt. Hat versucht, oben in Transsylien wurde sie wohl geschnappt von der Wulfengarde. Hat sie ein aussätziges Dorf mit Kranken, wollte sie heilen, die dann durch das schwarze Getreide nach und nach krank geworden sind. Aussätzige haben dann auch Körperteile verloren oder sind der Sucht des Kornes unterlegen. Und sie hat versucht, nachdem sie über die schwarze Sichel gekommen ist, hat sie versucht, dieses Dorf zu retten. Dicke Rauchwolken, die sich dann nach und nach anbahnen, wenn die Unhölzer entzündet werden von den Mönchsschwestern. Schwarzes Feuer, was emporlodert. Es riecht eigentlich relativ angenehm, während sie da verbrannt wird. Die Schreie, die zunächst ertönen durch die infernalische Hitze, bis sie dann irgendwann ohnmächtig wird und vom Rauch weiter geknechtet wird. Irgendwann stirbt. Die Haut, die sich von den Knochen schält, aufplatzt. Schauspiel ist noch nicht vorbei.